So, schönen guten Tag. Mein Name ist Diana Schletter. Ich bin Elternratsvorsitzende der 128. Obernschule sowie Elternrat in der 129. Grundschule. Bei uns soll, das ist übrigens der Standort Rudolf-Bergandering, ein Containerdorf errichtet werden. Wir haben bereits jetzt an der 129. Grundschule einen Migrationsanteil von 63%. In der 128. Oberschule einen Migrationsanteil von 60%. Grundlegend will ich sagen, ich möchte niemals in die Verlegenheit kommen müssen, mit meinen Kindern zu fliehen. Das steht außer Frage. So sieht's aus. Aber wie wird das gehandelt mit den Familien, mit den Kindern? Auf welche Schule kommen die? Wie viele DATS-Schulen gibt es in Dresden? Wer soll das abfangen? Wir haben diesen Standort vor den Kopf geknallt bekommen, in Steinwurfweite einer Oberschule, in unmittelbarer Nähe einer Grundschule, mehreren Kindergärten, Kinderkrippen sowie des Kinder- und Jugendnotdienstes, welcher bis brechend voll unters Dach ist. Wie wird das gehandelt? Kann man denn diesen Standort nicht noch einmal überdenken? Na? Für mich ist das einfach nicht tragbar. Unsere Töchter werden zu Frischfleisch, ich sage es so. Unsere Söhne werden zu Opfern, die werden abgezogen. Wie ist dort Ihre Bereitschaft, ein Sicherheitskonzept zu erstellen, was uns alle zufriedenstellt? Dort sind Haltestellen. Im Herbst und Winter ist es dunkel. Ich möchte nicht wieder damit anfangen, meine jetzt sehr selbstständigen Kinder wieder in die Schule zu bringen. Wie verfahren Sie damit? Warum wird dieser Standort, weil es wahrscheinlich der größte ist, mit der größten Containerburg vollgestopft? Und dort sollen laut Angaben nur alleinstehende Männer hinkommen. Ich möchte bitte eine Antwort. Bitte. Also. Frau Kaufmann, vielleicht an Sie die Frage. Also, wir nehmen Geflüchtete auf. Die Geschlechterproportion, die Altersverteilung, die kennen wir logischerweise nicht. Und erfahren Sie dann erst, wenn wirklich eine reale Überführung der Menschen dann auf die kommunale Ebene und damit auch in die Stadt Dresden erfolgt. Momentan ist es so, dass wir etwa jeden zweiten geflüchteten Menschen in der Stadt Dresden im Jahr 2023 mit männlichem Geschlecht aufgenommen haben, im Erwachsenenalter. Insofern ist hier ein aktuell stärkerer Zuzug gegeben. Erster Fakt. Wir wissen nicht, wie das in den nächsten Wochen und Monaten ausschaut. Fakt ist aber auch, das hatte ich Ihnen gesagt, dass ein Viertel der Geflüchteten, die bei uns Schutz suchen, sind Kinder sind und damit auch einer Schulpflicht unterliegen. Das bedeutet, dass wir hier natürlich auch in der Stadt Dresden dafür Sorge tragen müssen, dass die Kinder sowohl in Kitas als auch in Schulen gehen können. Indes, ich möchte Ihnen nicht ausweichend antworten, das Thema DATS und damit Deutsch als Zweitsprache für Kinder, deren Muttersprache eben nicht Deutsch ist, wird nicht von uns als Stadt, sondern vom Landesamt für Schule und Bildung, LASUB, und damit von der Landesebene koordiniert, die entsprechend der konkreten Zugänge dann auch sogenannte DATS, Deutsch als Zweitsprache, Klassen aufbauen. Und ja, natürlich, wenn mehr Menschen, die nicht Deutsch als Muttersprache gelernt haben oder verstehen, zu uns kommen, auch im Kindesalter, muss auch dort die Klassenstruktur und damit auch die Bildungsstruktur in der Stadt verändert werden. Ja.